Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Eigentlich könnte ich mir das ganz einfach machen, kann sagen, ich glaube, Dagmar Heib hat alles dazu gesagt. Aber es ist auch das Recht eines jeden Abgeordneten, vielleicht ein oder andere Ausführung zu machen. Ja, Herr Dörr, vieles von dem, was Sie gesagt haben, ist grundsätzlich richtig. In dem Gesetz besteht die Möglichkeit, per Gesetz aufzuheben. Das war eigentlich nur eine detaillierende Aussage. Die Kollegin Dagmar Heb hat es ja schon gesagt, dem Landtag ist es jederzeit vorbehalten, Rechtsverordnungen aufzuheben. Aber wir wollen mal zum Punkt kommen. Und wenn man sich ein bisschen umhört und auch mal ein bisschen hört, was Epidemiologe und Virologe sagen, ist sehr schnell festzustellen. Jetzt zu schnell das Risiko zu erhöhen, führt nicht alleine dazu, und das glaube ich sowieso, das wird nicht vermeidbar sein. Wir werden auch im Herbst eine weitere Welle erleben. Ich bin aber froh, dass die Rechtsverordnung so weit geöffnet ist, dass auch jüngere und ältere Menschen vielleicht in diesem Sommer vorab noch eine Welle erleben können. Aber die wird dann vielleicht auch nicht Covid heißen, sondern sie wird vielleicht am See oder auch am Meer stattfinden. Das soll auch den Menschen und den Bürgerinnen und Bürgern auch unseres Landes gegönnt sein. Aber ich bin fest davon überzeugt, im Herbst werden die Zahlen wieder hochlaufen. Wie darauf die Reaktionen aussehen müssen oder werden, das wird dann zum gegebenen Zeitpunkt entschieden werden müssen. Aber wir können, glaube ich, bei einem Impfstadium von 45% Zweitgeimpften, 60% Erstgeimpften, und das sagen mehrheitlich die Virologen, nicht so machen, als wenn es Covid nicht mehr gäbe in diesem Land. Und der Stressschnitt bei den verschiedenen Varianten, die wir erleben. Und gerade heute können wir wieder feststellen, dass auch bei uns die Infektionszahlen in der Bundesrepublik wieder steigen. Um uns herum erleben wir das ganz stark. Und das führt ja auch ganz schnell dazu, wenn wir nicht eine Herdenimmunität oder sowas erreicht haben, dass es zu weiteren Mutanten kommt, das sagen, ich bin kein Arzt und auch kein Epidemiologe, das wird dann immer der Fall sein, dass sich das Virus versucht, auch an den wenigen, die geimpft sind, oder an den mittleren, die geimpft sind, abzuarbeiten und wird neue Varianten ausbilden, die eventuell auch uns dann den ganzen Erfolg, den wir bis heute erreicht haben, zunichte machen können. Ich glaube, die Landesregierung und auch das Parlament in seiner Überwachungsfunktion der Landesregierung handelt hier sehr klug, dass wir uns zum Teil immer in Schritten bewegen und schauen, was möglich ist. Und wenn man jetzt gerade die Verordnung sich anguckt, die jetzt noch mal auf den Tisch gekommen ist, sind wir ja am Punkt, wo fast alles möglich ist, außer gewisse Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln und vielleicht auch noch eine Maske. Auch wir haben heute Morgen für uns hier festgestellt, am Platz braucht man keine mehr. Aber im Grunde, Herr Dörr, steckt was anderes dahinter. Das ist immer wieder das Gleiche. Auch die Gesetzesentwürfe, die Sie einbringen, zum x-ten Mal, zum wiederholten Mal. Und dafür habe ich eigentlich mein Glas mitgebracht. Und das will ich auch den Bürgerinnen und Bürgern sagen. Man kann das versuchen, den Bürgerinnen als Champagner zu verkaufen. Aber wenn man es probiert, wird man feststellen, es ist nur Sprudel drin. Und das ist wieder leer von Ihnen. Die SPD-Fraktion und die Koalitionsfraktion werden Ihrem Gesetzesantrag nicht zustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.